Im dritten Teil unserer Reihe, die Kunst des Angriffsfußballs, dreht sich alles um die Bedeutung eines guten Positionsspiels als Voraussetzung für erfolgreiche Positionsangriffe. Einen Positionsangriff startet man immer dann, wenn ein schneller Konterangriff nicht möglich ist. Er ist durch einen sicheren Spielaufbau gekennzeichnet und kann als Flügel- oder Frontalangriff durch die Mitte erfolgen. Die angreifende Mannschaft spielt den Ball mit gezielten und sicheren Passfolgen aus dem Abwehrdrittel über das Mittelfeld in die Angriffszone, um erfolgversprechende Torschussgelegenheiten vorzubereiten. Die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiche Positionsangriffe ist die Fähigkeit des gesamten Teams, den Ball auch unter großem Gegner- und Zeitdruck in den eigenen Reihen zu halten. Ballbesitz ist zwar keine Garantie für den Sieg, bedeutet aber, Tempo und Rhythmus des Spiels bestimmen zu können und vor allen Dingen den Gegner zu viel Laufarbeit zu zwingen. Spitzenmannschaften zeichnen sich durch eine beinahe perfekte Ballsicherung in allen Spielsituationen aus. Im Lernprozess zur Sicherung des Ballbesitzes eignen sich sehr gut kleine und große Positionsspiele. Sie sehen in dieser DVD, wie Norbert Elgert mit seiner Mannschaft mit vorbereitenden Passübungen und Positionsspielen wichtige technisch-taktische Voraussetzungen trainiert, um eine formierte und gut organisierte Abwehr unter Druck zu setzen. Es ist sehr wichtig, Übungs- und Spielformen sinnvoll zu nutzen und Lerninhalte richtig zu vermitteln. Deshalb ist ein Schwerpunkt unserer DVD das Trainerverhalten. Welche Korrekturhinweise geben Sie? Welche Schwerpunkte setzen Sie? Wie motivieren Sie Ihre Spieler? Wie ist Ihre Körpersprache? Die wichtigsten Coaching-Punkte beim Training des Positionsspiels sind: Spielfeldseiten und Zentrum besetzen, permanent freilaufen, Dreiecke bilden, Überzahl am Ball schaffen, offene Körperposition einnehmen, erste und zweite Lücke nutzen, Deckungsschatten verlassen, Spiel verlagern, Ballbesitz sichern.